Als UICX-Wagen werden mehr als 6000 Schnellzugwagen der Deutschen Bundesbahn bezeichnet, die ab 1952 in Dienst gestellt wurden und die teilweise ein halbes Jahrhundert lang in D-Zügen und im Intercity-Verkehr liefen, heißt es bei Wikipedia. Die Wagen gelangten sofort in den hochwertigen Schnellzugeinsatz, besonders in den Auslandsdiensten und im Transit- und in der Zonenverkehr nach West-Berlin sowie in die DDR wurden diese Wagen schnell zum Standard. Einen Vertreter dieser Wagengattung stellt Pico mit dem IC-Abteilwagen zweiter Klasse vor, einen BM 235. 1966 folgte der Halbspeisewagen ARMZ 211 mit Stromabnehmer zuerst in der charakteristischen Epoche 3-Lackierung blau-rot, was ihm den Spitznamen Kakadu einbrachte. Dieser Anstrich wich ab 1971 dem Epoche 4 TEE-Anstrich. Die Halbspeisewagen hatten einen Großraum erster Klasse mit Tischen, der bei Bedarf als Speiseraum genutzt werden konnte. Der Stromabnehmer diente zur Stromversorgung während eines Zughaltes. Picos C-Speisewagen RMZ 211 ist ein Vertreter dieser Wagenart. Beide Wagen sind Neukonstruktionen, verfügen über eine Inneneinrichtung und sind für Beleuchtung vorbereitet. Und beide sind im Maßstab 1:87 gefertigt. Die dadurch verursachte Länge lässt den Modellbahngleisbögen weit übers Gleis hervorragen, wie zum Beispiel hier auf Märklins K-Gleis R2. An Lackierung und Bedrucken fanden wir nichts auszusetzen. Die Farbtrennkanten sind scharf, Ziffern und Buchstaben sind lupenrein wiedergegeben. Die Drehgestellblenden weisen feine Gravuren auf und vermeiden jeden plastikhaften Anschein. Auch an der Fertigung fanden wir keinen Grund zur Kritik. Die Griffstangen stehen frei, alle Räder laufen rund. Der kleine Dachgarten des Halbspeisewagens wäre ordentlich bestellt zu nennen, wäre der Stromabnehmer an beide Drähte angeschlossen. So aber klafft eine Lücke zwischen dem Panther und dem rechten Draht. Als Revisionsdatum ist bei den Wagen der 22.04. und der 22.03.82 aufgedruckt. Damit sind sie Vertreter der Epoche 4, die von 1968-70 bis 1990 dauerte.